Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Ja, liebe Leute, es gibt wieder ein React und zwar kann ich nochmal zum dritten Mal Kinderserien am Intro erraten. Schauen wir mal, wie es heute wird. Natürlich wieder hier Labbadia 123 am Start. Heute sogar mal, weil es so kalt ist mit einem schönen Cappuccino. Deswegen, wenn ich zwischendurch schlürfen sollte, weil meine Stimme auch nicht ganz fit mit einem schönen Cappuccino, muss ich ja die Stimme so ein bisschen einölen. Nachher gibt's auch noch einen schönen Tee. Deswegen, aber gut, es geht jetzt nicht um Gesundheit, Tee, was auch immer, sondern Kinderserien am Intro erraten. Ich mach Fullscreen zum dritten Mal in Folge. Und dann würde ich sagen, rede ich auch nicht so lang, legen sofort los. Ja, Teil 1 und 2 kennen wir schon, da haben wir schon drauf reacted. Jetzt der dritte Teil. Kommt nun Teil 3 von Kannst du alle Kinderserien am Intro erraten? 59 bis 18, okay. Let's go! Alarm, es kommt ein Notruf an. Ist unser Mann. Ganz egal, was Feuerwehrmann Sam. Passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Feuerwehrmann Sam, ja. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Ja. Was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Jawohl. Wo der Zombie war. Wo spukt in der Nacht. Das sagt mir nichts. Nimm dich in Acht. Das sagt mir leider nichts. Camp Sunkrun, okay. Kenn ich nicht. Tut mir leid. Das ist natürlich Caillou. Früher als klein Labby hat er es noch gefeiert. Mittlerweile muss man sagen, nicht mehr. Logisch, ne? Weil erstens wird man erwachsen. Zweitens, wenn man so ein bisschen im Hintergrund darüber nachdenkt, könnte man eigentlich auch fast denken, dass Caillou eigentlich nicht der war, eigentlich, wie man ihn eigentlich denkt. Man kann es auch, wie seid ihr jetzt am besten, ihn sehr negativ sehen. So, aber wir machen mal weiter. Das hier ist Caillou. Langsam ein großer Junge. Aber Klein Labby fand's okay. Es gibt so viel zu sehen, viel zu entdecken mit. Test, test, test. Johnny Test. Das ist Johnny Test. Jawohl. Nice. So, dann machen wir weiter mit der 5. Ab hier muss ich leider mal kurz einen kleinen Cut machen, aber jetzt geht's weiter mit der 5. Los geht's! Ist überall bekannt. Oh, der kleine rote Traktor, nice. Zieht er übers Land. Oh, das war cool. Er ist kein Riese, aber mutig steht. Kleiner roter Traktor. Kleiner roter Traktor. Ja. Los geht's! Let's go. Wann immer sich ein Abenteuer lohnt. Oh! Das ist 5 Freunde, die Real Life Edition. Es gibt ja die Cartoon Edition, das ist hier die Real Life Edition von 5 Freunde. Denn das sind wir gewohnt, wo immer ein Rätsel zu lösen ist. Damals auf Super RTL gefeiert. In dem alten Schloss. Jetzt hier bei RTL Super, wie es jetzt heißt. Da, ja. Ach, 78 gibt's das schon. Holy krass. Immer noch beste, kann ich empfehlen. Es hört sich schön an, aber ich weiß leider nicht, was es ist. Rugrats, okay, das kenne ich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Kick Butowski, oh Gott, wie cool war das? Oh, schön. Kick Butowski. War schön. Kick
Jawohl. Ah, ah, ah. Irgendwoher kenne ich das, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Also heute richtig schwer. Okay, Zoe 100 Mann, okay. Nein. Was ihr noch nicht wisst, neben Benjamin Blümchen, neben Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina, hasse ich auch Laura Stern. Die Story dahinter ist cool. Für Kleinkinder, die auch zu empfehlen. Aber ich mag es überhaupt nicht. Aber an sich, ich bin ehrlich, auch wenn ich es nicht mag, ist es trotzdem eine Serie, die mittlerweile über die Jahre Kult ist. Auch wenn ich die Serie nicht mag. Weil viele ja damit ja auch aufgewachsen sind und das auch sehr Kult für diejenigen. Ich habe schon wieder Kult gesagt. Ich habe ja beim zweiten Werk ja schon so viel Kult gesagt oder beim ersten. Also da ist es ja schon so mega top, sag ich jetzt mal, mit Laura Stern. Aber gut, jeder seinen eigenen Geschmack und ganz ehrlich, für mich wäre es nicht, aber es ist trotzdem auch Nostalgie, sagen wir es mal so, bevor ich hier wieder das Wort mit K sage. Ja, ist richtig. 2002, holy. Süß wie Zucker. Krass. Scharf wie Pfeffer. Und bunt wie lauter schöne Sachen. So waren die Zutaten, aus denen die perfekten kleinen Mädchen hergestellt werden. Okay, süß wie Zucker. Okay, also die Mädels werden jetzt also mit Zucker und alles hergestellt. Alles klar? Alles klar, gut, okay. Irgendwie kommt mir das aber auch bekannt vor. Ich weiß aber wohl leider nicht mehr was. Sollten. Aber Professor Jutonium fügte dem Gebräu aus Versehen noch etwas anderes hinzu. Chemikalie X. Entschuldigung für den Husten. Aber es kommt mir bekannt vor. Und so wurden die Powerpuff Girls. Powerpuff Girls, ja. Ihre Ultra Superkräfte haben Blossom, Bubbles und 98, krass. Ja, das muss man kennen. Der gute alte Löwenzahn. Ich glaube damals noch. War das Peter Lustig gewesen? Ich glaube, ne? Ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau. Ist er nicht sogar mittlerweile schon tot? Falls ja, Ruhe in Frieden. Löwenzahn auch eine sehr, sehr coole Serie. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Damals auf Kika war auch Schaupflicht gewesen. Jawohl, 81. So, ab hier muss ich leider wieder einen kleinen Cut machen, weil die Technik heute irgendwie nicht so will, wie sie möchte. Kann mich dafür nur entschuldigen. Und wir machen jetzt weiter mit der 13. Und ich hoffe, jetzt hält das auch mal länger als nur 4 bis 5 Minuten hier. Wuppa, wuppa. Wuppa, wuppa. Wuppa, wuppa. Kommt mir auch bekannt vor. Aber ich komm nicht drauf. Masupilami, nein! Nein! Da hätte ich drauf kommen müssen. Masupilami, ich hab's geschaut. Nein! Oh, ich könnte mich ohrfeigen dafür. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, schade, ich hab das doch so gesuchtet. Warum kam ich nicht mehr drauf? Warum war mein Hirn heute so... Warum ist mein Hirn jetzt so lost? Wenn ich das gerade hier vom Anfang der 14 schon leicht richtig rausgehört habe, weiß ich das. Das ist, glaube ich, Momo. Aber hören wir mal rein. Ja, das ist Momo. Lief auch auf Kika. Das ist Momo. Und nicht die WhatsApp-Momo, sondern die gute Momo. So, 2003, jawohl. Was bist du denn? Keine Ahnung. Entschuldigung. Die Crowds, kenne ich nicht. Tut mir leid, kenne ich nicht.
Was denn das? Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. Doch dann botet ihr die Kenn Freundschaft ich nicht. Mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel. Und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Liebe und Freude. Kenn ich nicht, nein. Tut mir leid. Und obendrein gibt's Zauberei. My Little Pony, ja gut, okay. Denkt kein Wunder, bei euch nicht kennt. Freundschaft ist Magie, okay. Oh! Nils Holgersson mit seinen Wildgänsen. Oh Gott! Mit seinen Wildgänsen, Alter. Ich hoffe, dass das alte Intro nicht diese neue überarbeitete Käsequarkmüll. Das alte Intro war geil. Ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das von Selma Langeloff oder Lindeloff oder so gewesen? Ich glaube, ne? Ich glaube, die hat das Leben hier von Nils Holgersson und die Wildgänse doch da ins Leben gerufen. Übelst cool. Nostalgie pur. Oh, kriegt man gleich Gänsehaut. So, Chat, und jetzt alle einstimmen. Nils Holgersson. Selma Lagerlöf, okay, so ist es richtig. Oh, Nostalgie pur, Nils Holgersson. Pettersson und Findus. Jawohl. Nice. Keine Ahnung. Okay, kenne ich nicht. Tut mir leid. Das könnte ich sein mit dem Hotdog. Ah, schön. Eddie Angsthorn heißt es, glaube ich. Ja. Eddie Angsthorn, auch gefeiert damals. Keine Ahnung. Ich komme zumindest nicht drauf. Taffy. Kenn ich nicht. Kommt mir bekannt vor, aber da komme ich auch nicht drauf. Die Ren und Stimpy Show. Ah, okay. Wir schreiben das Jahr 1980 in New York. Oder Los Angeles, keine Ahnung. Kommt mir auch bekannt vor, aber entweder ist mein Gehirn noch nicht eingearbeitet heute oder ich bin einfach nur lost. Ja, Onkel D und die Boys. Quack, quack. Kenne ich. Ärgerlich. Aber das kenne ich. Sanjay und Quack. Ja, perfektes Team waren sie wirklich. Was geht? Oh, das ist schön. Sanjay und Quack. Jawohl. Keine Ahnung. Sam und Cat, okay. Sag mir nix. Was bist du denn? Wahrscheinlich eine Mädchensendung. Ja, es hört sich mädchenhaft an. Ich denke mal eine Mädchensendung, aber keine Ahnung. Sophia, die erste auf einmal Prinzessin. Okay, kenne ich nicht. Oh, typisch Eddie! Das lief 2000 oder 2001, das habe ich gefeiert. Hi, ich heiße
falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Oh ja, war geil. Typisch Andy. Jeder in der ganzen Stadt. Typisch Andy, jawoll. Der Beste, der schrägste Spaßvogel. Typisch Andy. Typisch Andy, geil. Geil. Einmal geil. Schloss Einstein. Lief das auch so um mein Jahr herum? Lief das so um mein Jahr herum? 98, glaube ich? Bin mir gar nicht sicher. Werden wir gleich mal sehen, aber ich glaube 98, ne? Ja! War geil! Nein, Boino! Nein! Es kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch letztens noch gesagt, ich hab's heute noch gesagt, ich hasse es. Das ist Speedy und Tina, Leute. Es kann doch nicht wahr sein. Nee, nicht mehr. Oh. Ich hasse das mit Bibi und Tina, ich hasse es. Oh, es kommt mir auch so bekannt vor. Wie hieß das nochmal? Ich glaube, da werde ich nicht drauf kommen. Ja, Scooby-Doo. Das erste Scooby-Doo, wo ich nicht drauf kam. Mission Scooby-Doo, ja. Kam mir bewusst bekannt vor, ja, aber naja. Wow, die Entdeckerzone. Das war diese Bastelserie gewesen, glaube ich. Wow, die Entdeckerzone, ja. Heute bei Wow, die Entdeckerzone zeigen wir euch ein Auch schon seit 2004, auch schon fast 20 Jahre. Das ist einfach Wahnsinn. Schicklichkeitsspiel, das regelrecht elektrisiert. Wie man es sich mit dem selbstgebauten... Ich glaube, Kindheit kommt zurück. Lucky Luke! Die Kindheit kommt zurück. Ja, aber Lucky Luke! Bye-bye, Lucky Luke! Bye-bye, Lucky Luke! Oh, schön, 83 ist das schon Wahnsinn. Keine Ahnung. Aber geiler Sound. Party Time. Woo. Aber keine Ahnung, es kommt mir aber auch bekannt vor so ein bisschen. Wait, oh, Yokai, ja, Yokai, ja. Es fiel mir gerade ein, wo es gerade aufgelöst wurde, oder wo es sich langsam auflösen wollte. Da fiel es mir gerade an, Yo-Kai Watch, ja. Da, kurz vor der Auflösung, diese Null... Ja, aber den Punkt werde ich jetzt nicht zuzählen. Yo-Kai Watch, der zählt jetzt nicht, das war zu spät. Aber ja, kenn ich doch, ja. Was ist das denn? Freund von allem, was liegt. Keine Ahnung. Dr. Schnuggles, die Arbeit war Dr. Gefangen. Schnuggles! Okay, hätte man drauf kommen können. Aber das kenne ich, die kleine Einstolz. Wir gehen auf große Fahrt, Vollgas beim Raketenstart. In die Wolken rein. Kleiner Einsteins, jawohl. Super schnell erkunden wir die Welt. Das ist richtig, 2,5 glaube ich, oder 6, ne? Naja, 2,5. Das ist unser Einsatz, Achtung, Countdown. Jawohl. Mickey's Clubhaus! Mickey's Clubhaus! Oh, ich hab das so gesuchtet damals. Der Mickey's Clubhaus an, jawohl. Wenn man mich jetzt fragen würde, was mich oder was mir besser gefallen hätte, ob das Wunderhaus oder Clubhaus,
ganz klar Clubhouse. Ganz ehrlich, das habe ich mehr gefeiert als Wunderhaus. Aber auch schon seit 2000, glaube ich, oder 2002. Das ist einfach geil gewesen. Okay, genau dazwischen, 2001. Ah, schön. Nein, es ist nicht das, was ich denke. Doch, Pippi Langstrumpf. Das existiert, glaube ich, auch schon so lange von Astrid Lindgren, das ist Wahnsinn. Pippi Langstrumpf. Mir die Welt, wie sie mir gefällt. Let's go. 69? Kurze Frage, wie heißt dieser Sender da oben? FQTV? Oder wie der davor beim React mit C7? Das ist... Was hatten diese Sender? War FQTV so ähnlich wie das heutige Super-RTL? Ich weiß es gar nicht. Kann mir das einer mal in die Kommentare schreiben? Würde mich mal interessieren. Oder die C7, was wir doch davor beim React hatten. Das würde mich mal blendend interessieren. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Sonic Boom, okay. Kenn ich nicht. Also ich kenne Sonic zwar, weil ich Mario und Sonic und die ganzen Games ja gezockt habe, aber Sonic Boom, die Serie kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Wir lieben ihn. Schon rast er dahin. Dort im Silbertal sind wir alle. Wowie, der Rennwagen. Ja, Wowie, der Rennwagen. Jawohl. War auch schön gewesen. Nein. Das habe ich auch gehasst. Also, so gehasst nicht wirklich, aber irgendwie war es nach und nach immer so mehr unangenehmer. Und das gibt es, glaube ich, auch schon seit, keine Ahnung, 50er Jahre oder so. Ich glaube, das war der Sandmann. Der die Kinder halt mit seinem Sand eigentlich schlafen legen wollte. Wobei das eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, eigentlich sehr frech von ihm ist. Er wirft ja quasi mit seinem Sandpulver ja den Menschen was in die Augen. Und Sand brennt ja auf den Augen. Also eigentlich ist der Sandmann voll der Bastard, wenn man es so erzählen sollte. Fiel mir einfach gerade so spontan ein. Eigentlich voll der Bastard, wenn man Sand in die Augen wirft. Aber gut, okay. Meine Antwort ist der Sandmann. Ja, spätestens ab hier hätte ich es jetzt auch. Oder wäre es jetzt klarer gewesen zur Auflösung? Jawohl. Okay, und was bedeutet jetzt N3? So L. Oder ist es das alte NDR-Logo? Weil das heißt ja N3. Ist es das alte NDR-Logo? Ich weiß das gar nicht. Falls ihr es wisst, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil das war vor meiner Zeit. Oh, Sharking finde ich besser als Thomas die Lokomotive und seine Freunde. Das habe ich ja davor schon gesagt, wo Thomas ja war, die Auflösung. Sharking, beste. Guckt ganz laut. Jede Folge gesehen, kann ich empfehlen. Sharking. Jawohl! Die Lok sind los! Die Sesamstraße, alles klar! Nice! Sesamstraße! Frag, bleib dumm! Sesamstraße! Seit 72! Krass! Das weiß ich selber. Das weiß ich auch selbst. Okay, die Mucke hört sich geil an. Aber an sich kenne ich das nicht. Tut mir leid. Kenne ich nicht. Aber die Mucke hört sich geil an. Oh ja, die hört sich ja wirklich geil an, die Mucke. Game Shakers, jetzt geht's App. Aber geile Mucke.
Ah, schön. Kenny auch nicht. Tut mir leid. Zumindest die Mucke sagt mir nichts. Ja, und die kennt man auch. Die Super 4 oder Super 4. Kenn ich nicht. Pfadfinder im Zeichen der Bohne, aufgepasst. Es ist Zeit für... Laszlo! Cam Laszlo? Cam Laszlo, glaube ich, ne? Ja! Oh, aber auch schön. L-A-Z-L-O. Oh, das war schön. Auch gefeiert damals. Was gleich passiert, das weißt du nicht. Darum bleib immer neugierig. Genau wie... ist, denn die ganze Welt... Keine Ahnung. Und was du nicht weißt, findest du schon raus. Oh nein! Okay, hier muss ich sagen, schäme ich mich, dass ich das nicht gewusst habe. Coco habe ich damals geschaut. Das ärgert mich jetzt. Das tut mir jetzt so ein bisschen weh. Das hätte man wissen müssen. Schade, dass mein Hirn da nicht so richtig mitgearbeitet hat. Also, habe ich gesehen. Oh, das tut mir innerlich wirklich weh, dass ich es gerade nicht gewusst habe. Also, sorry Coco, aber ich hab dich geschaut damals, wirklich. Neuen Tür steht ein Wunder vor dir. Der kleine Nick! Boah, wie cool! Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich, der kleine Nick, jawoll! Ist frech und lustig, oh schön. Mit mir kannst du ich möchte ein sein, das wäre wunderbar. Keine Ahnung. Oh nein! Vor allem, ich sag keine Ahnung. Dann löst das. Oh, hier könnte ich mich auch jetzt. Es bricht mein Herz gerade. Die Glücksbärchen sind ja so bekannt. Ah, schade. Schade, da hätte ich doch drauf kommen. Ich weiß nicht, habe ich heute einen Braindown oder was ist heute los mit mir? Heute bei vielen Serien schon so. Das ist ja schlimm heute. Also, ich kann mich dafür... Also, ich kenne die Glücksbärchis natürlich. Also, ich kann mich auch wie bei Coco gerade dafür nur entschuldigen. Wirklich, fettes Sorry. In einer Schule voller Fieslinge, verrückter Lehrer und ekligem Schulessen. Verrückte Lehrer? Eklige Schulessen? Das klingt ja fast wie bei mir in der Schule damals. Eklige Schulessen hatten sie manchmal. Ich sag nur so, die Eier waren blau gewesen. Ja, für alle, die essen, bitte nicht hinhören, aber die Eier waren blau gewesen. Das haben die schon mal hinbekommen. Unter anderem die Schulkantine. Lehrer, verrückt, und über die Jahre wurden sie verrückter und bekloppter. Schule generell, immer bescheuerter aufgrund des Notensystems. Ich meine, klar, die Schüler brauchen Noten, gar keine Frage. Das beteuere ich nicht. Aber man merkte den Lehrern auch so den Stress an, so nach dem Motto, Noten hier, Noten da. Dieses Stresslevel. Schule soll doch Spaß machen. Man will den Kindern doch was Gutes vermitteln. Und nicht hier, Stress da, aufgrund Noten. Naja, gut. Okay, wir machen mal weiter. Versuchen nett, Bigby, das bin ich. Und meine besten Freunde, okay, das kenne ich nicht. Tipps zu geben, damit ihr den ultimativen Schulwahnsinn überlebt. Aber hört sich gut an. Und hier wieder die heutige... unserem Gastdame ist Rita Moreno. Rita Moreno. Moment. Die Muppet Show. Jetzt tanzen alle Freunde. Ja, die Muppet Show. Auf der Bühne Licht. Alter, wie cool! Die Muppet Show! Schmeißt euch in Frack und Fummel! Jawoll! Und Vorhang auf der Luft! Freut euch auf Spaß und Rummel der heutigen Muppet, Muppet Show! Oh, schön! Oh, schön! Die gute alte Muppet Show! Wir sind wieder da, auf Ganovenjagd. Die Pfefferkörner. Immer am Start. Wir sind wieder da, liegen auf der Lauer. Kenn ich. Meine heißen Spuren, jedem Abenteuer. Und zwei. Ganoven und Gangster. Drei, vier. Nice, ready. Fünf, sechs. Räuber im Versteck. Sieben, acht. 99 gibt's doch schon, das warten.
Billy will's wissen! Oh, auf Kika gesuchtet, geil. Wie, Billy will's wissen, jawoll, Billy will's wissen, jawoll. 2002, nice. Keine Ahnung. Wenn ich Pepper Ann so sehe, also die Charakterin, dann kenne ich das natürlich. Aber ich wusste nie, was das Intro war. Ich wusste das damals halt nicht, weil ich immer mitten in der Serie tatsächlich mal hingeschaltet hatte. Aber ihr müsst mir da verstehen, vom Intro kannte ich das nicht. Ich kannte es tatsächlich jetzt nur so vom Bild. Bei den Intro von Pepper Ann, den habe ich leider nie gesehen. Aber Pepper Ann an sich kenne ich. Und nun, meine Damen und Herren. Mr. Conway Twitty, nein. Wer Freunde hat. Der hat keine Sorgen, ein Freund hat sie dir vom Hals. Wer Freunde hat. Gar hier, glaube ich. Ich wohne den Anlass, hier dann voll. Sie richten dich. Das muss Garfield sein. Und zerreißt sich die Wut, sie nehmen es in Kauf. Wenn sich das ja, geht, sie dir Garfield. Freunden öffnest du gern Herz und Seele. Ja! Okay, das war ja sehr schnell mit der Auflösung. Aber hätte ich, glaube ich, nicht gewusst. Aber es war sehr schnell mit der Auflösung gewesen. Oh, Alfred J. Quark! Ihr wart schuld und ihr schwimmt. Als den Jay quackt. Nice. Und er quackt für dich. Oh. Auch mal Kindheit, krieg jetzt auf Ruhe. Wenn du ein Mädchen siehst, dann schwimmt, dann taucht er und dann plumpst er auch für uns. Plätsche, plätsche, Feder, Wasser macht doch jeder. Geh schon mal nach Hause. 89 schon, Wahnsinn. Und ein Tröpfchen später. Plätsche, plätsche, war geil. Was bist du mit Rauschen hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sechsturm. Kenn ich nicht. Tut mir leid. Kenn ich nicht. Meine Familie und ich sind Forscher. Und das schon seit Jahrzehnten. Während andere die Sterne erforschen, wissen wir, dass es vieles gibt, das in der Dunkelheit des Meeres existiert. Dort unten verstecken sich Dinge, die schon seit langer Zeit Legenden sind. Das kenne ich leider auch nicht, wir tut mir leid. Wir sind eine Forscherfamilie. Und wir erkunden, also ist heute richtig schwer, muss ich mal sagen. Meeres. Die Nektots, Abenteurer der Tiefe. Ja, kenne ich nicht, tut mir leid. Aber hört sich cool an. Entschuldigung. Das kommt mir so bekannt vor, aber wird wahrscheinlich nicht drauf kommen, keine Ahnung. Aber das hört sich geil an. Ah. Ja, die Text-Abbey-Show. Ja. Oh, schade, dass ich nicht drauf kam, aber war geil. Jeden Tag, wenn wir auf die Straße gehen, können wir bei Menschen sehen. Erzählte Arthur und seine Freunde. Aber die Tex Avery Show kenne ich auch. Da kam ich halt leider nur nicht rechtzeitig drauf. Das ist Erdwerke Arthur und seine Freunde. Das ist die jetzige. Das war immer schön entspannt, das Intro. Ja, Erdwerke Arthur und seine Freunde. Nice. Drum hör nur immer auf dein Herz. Spüre, wie es schlägt. Hör auf seinen Rhythmus. Mittwoch, Los Angeles. Ein fliegendes Flugzeug, ihr Flieger. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. G.
Geschichte aus der Gruft. Okay, das kenne ich nicht. Alles gut. Das kenne ich nicht. Planeten an. Verbinde uns mit 5. Sagt Bao leider nichts. Also ist heute richtig schwer. Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich hab's ernsthaft nicht erraten. Vor allem, ich sag nur, ich kenne es nicht. Ich kenne es schon. Ich kenne es schon. Oh, das ärgert mich gerade, ne? Ich traue mich hier bald gar nicht mehr auf YouTube linken zu lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kenne Power Rangers. Ich fand doch die den Gelben gespielt hat, das Mädel. Die war doch immer super. Oh, ach Mensch, ey, was ist denn heute los? Wie gesagt, will mein Hirn heute nicht arbeiten? Meine gut, okay, wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme Donnerstag. Man geht Richtung Wochenende zu. Aber es ist eigentlich noch mitten in der Woche. Hirn, streng dich an. Wir müssen hier noch ein paar Serien erraten. Komm, und jetzt machen wir es besser. Jetzt zeigen wir den Leuten, dass wir es können. Ja, hier, die hat die gelbe, ja. Toy Trank. War cool. Das ist einfach, Conny. Jetzt drehen wir den Spieß um. Conny und seine Freunde. Oder ihre Freunde oder so. Ja, Freunde Conny, ja. Ja, ich kam ja drauf, also der Punkt zählt. Conny. 1, 2, 3, ha! Baby. Echt cool. Durchtrainiert. Mhm. Das sind Muskeln. Mann, sehe ich gut aus. Okay, da komme ich nicht drauf. Wer tanzt Monkey mit mir? Okay, das kenne ich wirklich nicht. Alles gut. Hallo, Baby. Jupp. Wer hat's verdient? Auch keine Ahnung. Oder doch, Popeye, ich hab's noch irgendwo von der Auflösung. Popeye, alles gut. Alles chillig, ich hab's gewusst. Okay, Meister Eder und Pumuckel. Das kann ich sofort auflösen. Aber da Popeye noch nicht aufgelöst wurde, würde ich sagen, da zählt der Punkt. Und jetzt bei Pumuckel sowieso, logisch. Meister Eder und Pumuckel. Jawohl. Oh, das kenne ich auch. Das kenne ich. Dog hieß es, glaube ich. D-U-U-G geschrieben. Dog, ja. Dog. Ich glaube auch Anfang der 90er. Bin mir aber nicht mehr sicher. Schon ewig her. Ja, 91, Dog, jawohl. Tschüss. Irgendwas mit Captain Blaubeer. Aber fragen wir nicht mehr was. Aber auf alle Fälle Captain Blaubeer. Ja, Seemannsgarn. Was hört ihr denn für eine schreckliche Musik, Kinder? Bitte was? Klingt ja irgendwie, als wenn die Eltern mit dir reden. Was hörst du für schreckliche Musik? Oder wenn die Kinder sagen, die wollen YouTuber oder Content Creator oder Streamer werden. Geh dir mal einen richtigen Job suchen. Die Eltern voll die größten Hater. Aber unterstützt das Kind ja trotzdem, das ist ja die Hauptsache. So, Captain Blaubeer, Seemannsgarn. Oh, wir machen einfach mal weiter. Kommt mir auch bekannt vor. Aber ich glaube, ich werde nicht drauf kommen. Ja. Also ich kenne die wilden Kerle, aber dafür hat es jetzt zum Überlegen leider ein bisschen zu lange gedauert. Hätte ich jetzt noch 3 Sekunden mehr oder so bekommen,
dann hätte ich, da wäre ich glaube ich drauf gekommen, aber das war jetzt leider zu schnell von der Auflösung her. Aber ich hab's gesehen, ich. Zumindest die Cartoon-Version hier, ich kenne das, die Cartoon-Version. Die richtige Version tatsächlich kenne ich nicht, aber die Cartoon-Version hier von Kika, die kenne ich tatsächlich. Kurios, aber wahr. Jetzt kommen die irre komisch mit einem Platz. Ich glaube, das war die Animatic Show, ne? Animatic oder so? Ja, Animatic Show. Animaniac. Oh, wie die gegangen war. Das war damals auch so geil. Kann ich noch mal kurz close-up, wie die gehen? Animaniacs. Ah, oh, von Steven Spielberg damals noch. Oh, war cool. Jetzt noch mal, wie die gehen, bitte. Ah, schön. Entschuldigung. Ah, schön. Animaniacs. Oh, was bist du? Okay, kenn ihn nicht. Kenn ihn, Invader Sim. Alles gut. Kenn ihn nicht. Oh, ich kenn das. Die Frage ist, komm ich auch da drauf? Ich glaube, nein. So schnell werde ich nicht raufkommen. Aber ich kenn's. Ja, Dexter's Labor. Ja. Coole Mucke. Herkules, jawoll. Habe ich gerade so noch auf. Herkules, jawoll. Ich gehe nach dem Feldern sehen. Bin bald zurück. Alles klar. Oh, aber coole Mucke. Aber ja, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Spanier, aber hört sich lustig an. Kenne ich aber nicht. Los, das Abenteuer, denn wir wollen so viel erleben. Okay. Ja, wir haben so viel Spaß mit Doki. Kenne ich nicht. Doki. Los geht's um die ganze Welt, denn wir wollen alles sehen. Wir unterbrechen das Programm für die Show. In der Hauptrolle! Als junger, herrenloser Hund wurde er von Muriel gefunden, die irgendwo mit ihrem Mann lebt. Kenne ich auch nicht. Doch gruselige Dinge gehen irgendwo vor und es liegt an Doras sein neues Heim. Kenne ich nicht. Du dummer Hund, du hast mich blamiert! Aber kenne ich nicht. George aus dem Dschungel kam. Das kenne ich. Oh, 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 oh. George aus dem Dschungel kam. Nächster Punkt. Geht es kaum. Bernd das Brot. Ein schöner Tag, wie ich ihn eigentlich mag. Aber irgendwas stört. Bernd das Brot. Die Sonne oder die Luft, dass meine Wonne so schnell verpufft. Jawohl. Ich fühl mich heute wie ein Brot. Jawohl. Kenn ich nicht. Hilda. Ja, kenn ich nicht. Alles gut. Okay, ich sag gleich vorab, frag mir nicht, woher ich das kenne. Ich kenne es. Es ist Wings Club. Wings Club. Ich kenne das Intro. Fragt mich nicht, woher ich das kenne, woher ich das weiß, wieso ich das geschaut habe. Frag mich bitte einfach darüber nicht nach. Ich kenne es. Es ist eine Mädchensendung. Wings Club. Mit Feen und so weiter. Für die, die es halt nicht wissen. So. Machen wir mal weiter mit dem Intro. Fragt
Fragt mich nicht woher, aber ich kenn's. Lieb deine Träume, sie werden dich leiten. Glaub an die Macht, die in dir lebt. Wings Club. Vertraue den Freunden. Gibt's auch schon ewig. An deiner Seite, finde den richtigen Weg. Herr als Licht, leuchtet. 2004, jawohl. Reine Magie, die immer gewinnt. Oh, das war's. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich fand, es war heute etwas schwieriger. Ich ärgere mich, dass ich Coco und das andere, das weiß ich mittlerweile schon gar nicht mehr, dass ich es nicht gewusst habe. Power Rangers war es gewesen, genau. Dass ich das nicht gewusst habe. Darüber könnte ich mich echt noch ärgern. Weil ich habe Power Rangers gesehen. Ich habe Coco gesehen. Das ärgert mich zutiefst. Man merkte, mein Hirn hatte heute irgendwie null Bock. Es war auch schwer, muss man sagen. Aber ich finde, ich habe mich trotzdem hier wacker durchgekämpft. Und ja, auf alle Fälle, ich würde mir von Moino wünschen, wenn der das sehen sollte, unbedingt einen vierten Teil. Es gab so viele schöne Kinderserien. Und darauf würde ich auch so gerne drauf wirken. Also Moino, wenn du das sehen solltest, bitte, 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 hau noch einen vierten Teil heraus. Das wäre schön. Du fühlst dich einfach, wenn du diese Intros hörst, du fühlst dich sofort wieder jung. Man fühlt sich sofort wieder jung in die Vergangenheit. Weil Kindheit ist die beste Zeit. Bevor man erwachsen wird. Das ist einfach geil. So, ich sag schon mal, das war's von hier. Unbedingt, wenn Moino das neue Teil 4 ist, wäre cool. Und ich hoffe beim nächsten Mal, wenn es Teil 4 von ihm geben sollte, und wir sollten darauf wecken, ich hoffe, mein Hirn strengt sich dann besser an. Weil, wie gesagt, Power Rangers, Coco, ich kannte es. Ich kannte es wirklich. Warum ich da nicht drauf kam, I don't know. Ich weiß es nicht. Judy, ich bedanke mich. Und Outrolabi, du weißt, was zu tun ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.